Es geht weiter mit Let's Play Mega Man Star Force Dragon. Und in Richtung Finale sind wir nun. Wir sind eigentlich schon praktisch mit dem Finale drin. Doch jetzt geht es nochmal zu Mr. Boreal, denn wir haben nun mit unserer Mutter geredet. Wir haben Luna, Wood und Zack verabschiedet. Und Mr. Boreal weiß nun von unserer wahren Identität als Mega Man. Und deswegen will er uns nun mit allen Mitteln helfen, uns ins Weltall zu bringen. Wir konnten Gemini Spark aufhalten, damit ist Gemini nun endgültig besiegt. Aber der König hat die anderen FM-Jana noch im Sand, uns aufzuhalten. Und Andromeda ist nun aktiviert, das heißt, es ist nicht mehr viel Zeit. Die Apokalypse steht kurz bevor. Und wir sind die einzige Hoffnung. Okay, er ist nicht hier, dann müssen wir zur Trauminsel. Und ich denke, dass wir von dort aus dann ins Weltall kommen. Überall spielt jetzt auch schon diese bedrohliche Musik. Es gab auch schon mehrere Beben, schon mehrere Katastrophen schon zuvor, in den letzten Parts ja auch schon. Die ganzen Gemma sind ja auch schon mehrmals aufgetaucht. Und jetzt ist jetzt endlich mal Zeit, was dagegen zu machen. Dann ab zur T-Insel, zur Trauminsel. Ja, ich denke mal, dass Mr. Boreal dann dort auf uns wartet. Das wäre ziemlich lame, wenn ich jetzt eine halbe Stunde noch nach ihm suchen müsste. Aber er kann nur im Labor sein oder an diesem Ort. Und das kann er nicht stecken. Ja, also es gibt auch nicht mehr viel zu tun. Wir gehen jetzt einfach direkt ins Finale. Den ganzen anderen Content machen wir dann nach. So, dann rein hier. Und ich habe wohl Post bekommen. Okay, worum geht's? Oh, okay. Ja, hau rein. Ich kann dir nichts beibringen, wenn du nicht heil zurückkommst. Also sei vorsichtig, okay? Bleib dran, Mann. Ich glaube an dich, du kannst die Erde retten. Also schnapp sie dir, Bruder. Bitte gib alles, Gio. Denk dran, ich werde dich anfeuern. Obwohl, wir haben Sonja gar nicht verabschiedet, fällt mir mal gerade so auf. Ja, schade. Was ist denn hier los? Warum liegt denn da bewusstlos? Mr. Boreal, Mr. Boreal! Was soll ich tun? Was er nicht zu viel wollte? Oh, Gio! Ach, verdammt, ich bin wohl eingeschlafen. Boah, ich dachte schon, der irgendwie... Der wird jetzt tot oder was weiß ich. Oh, du hast geschlafen. Puh. Ach so, ja dann. Und, ist es ganz? Natürlich. Oh, eine Sekunde. Einschalten. Oh. Und das bringt jetzt ins Weltall. Na also, es funktioniert. Hey Gio, setz dein Visual auf. Okay. Hm. Oh ja, das sieht interessant aus. Das haben wir bisher noch nie gehabt. So komme ich wahrscheinlich zur Station. Okay, los geht's. Moment. Hä? Sonja? Ich habe gerade doch gesagt, die muss auch noch verabschiedet werden. Gio, nimm mich mit. Sonja, das geht nicht. Du musst für mich hier auf der Erde alles beschützen. Wenn ich weg bin, bist du die Einzige, die gegen FMiana kämpfen kann. Aber keine Sorge, ich beschütze die Erde. Und ich will, dass du alle Leute beschützt. Gio, in Ordnung, ich verstehe. Ich glaube an dich und ich warte auf dich. Gut, ich gehe jetzt. Mr. Boreal, danke für alles. Ich bin ungern machtlos gegen etwas ausgeliefert. Also etwas ausgeliefert. Aber du bist der Einzige, auf den wir nun zählen. Viel Glück. Los geht's. EM-Wellenänderung Geostellar auf Sendung. Ja, und damit beginnt dann. Ja, unser so ziemlich letztes Abenteuer. Und wow, was geht denn hier ab? Das gucken wir uns erstmal nochmal genau an. Halt dich gut fest, Geo. Es wird etwas unbequem. Aber hallo.
Guck mal kurz, was hier noch so im Raum los ist, ob wir noch ein paar gute Items noch finden können. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Subkarten? Geisturie. 20.000, aber nein, ich brauche nichts. Ich möchte mit dem, was wir haben oder was wir jetzt noch so im Laufe bekommen, das Finale machen. 2000 Sennies bringt jetzt auch nicht mehr viel. Dann noch einmal gucken, was rechts noch ist und dann geht's los. Hier kriegen wir noch Eismeteor 3. Hier keine Welle mehr gesehen, hab heute lange geschlafen. Willkommen an Bord. Hier ist ein schlafender Hoffnungsschimmer. Ein Stück eines vor 3 Jahren gestanden. Ja. Die sagen eigentlich nie was Besonderes. Aber auf jeden Fall, jetzt geht's los. Wir nähern uns dem Ausgang. Wow. Bereit machen, um Standby zu verlassen. Wir sind kurz vor der Raumstation. Aber wir haben diese typische Space-Musik und tatsächlich, wir sind jetzt im Weltall. Ist das die Raumstation? Ja, sieh mal da unten. Okay. Raumstation ist nicht so ein cooler Ort fürs Finale, vor allem für so ein Spiel. Wow, wir sind echt im Weltall. Oh ja, was ist mit der Luft? In Weltform brauchst du keine Luft. Aber wer weiß, ob es in der realen Welt überhaupt welche gibt. Bestimmt ist welche übrig. Aber ohne auszupulsen finden wir es nicht heraus. Hoffentlich gibt es welche. Aber ich kann eh nicht zurück. Ich kann jetzt nur noch nach vorne. Stimmt, oder? Wir müssen die ganze Zeit als Mega Man hier bleiben. Und hier ist wieder was, was wir freischalten könnten. Aber haben wir nicht. Das kriegt man, glaube ich, auch durch die Quests noch freigeschaltet. Auf jeden Fall haben wir noch ein paar andere Gegner noch. Die Kämpfe werde ich uns wieder machen. Obwohl, kann ich den direkt auch so machen. Weil, vielleicht kriegen wir noch ein paar nützliche Karten noch und wir können es echt alles gebrauchen, was wir kriegen können. Ich glaube, die sind nur, können glaube ich nur von vorne getroffen werden. Wenn ich mich nicht irre. Oh, die sind fies. Da mache ich einfach so. So. Ach, da ist sie geschützt. Ah. Okay, der ist schon mal down. Die haben eine Schwäche dagegen, weil die höchstwahrscheinlich vom Typ Elektro sind. So. Okay, weg mit dir. Aber wir kriegen ja eh mir keine Karten mehr. Keine Ahnung, was das soll. Und. Oh, scheinbar gibt es hier dann Luft oder. Auf dem Monitor steht in blau geschrieben: Frequenz 8413 kHz. Okay. Also, wir haben die Luft. Okay. Was ist hier? Sie reagiert nicht auf meine Befehle. Aber ich muss diese Tür aufkriegen. Wir müssen das aus der Wellenwelt versuchen. Ich brauche ein Wellenloch. Eigentlich war es komisch, dass jetzt nicht bestätigt wurde, dass wir jetzt hier Luft haben. Die Tür hat ein elektronisches Schloss. Und wenn ich die Karte benutze? Eine Karte? Moment, welche denn? Elektronisches Schloss. Mal gucken, was haben wir denn so? Propellerman, Pitcherman, Keyman. Okay, sieh genau hin. Auf dem kleinen Monitor steht rote Frequenz. Rote Frequenz, okay. Und, oh, was war nochmal die Nummer 8413? Mit dem Kilohertz, was war das nochmal für eine Nummer? Ich bin jetzt echt nicht sicher. Nein. Da guck ich nochmal kurz nach. Mensch, was war das denn nochmal für eine Nummer? Doch, 8413. Dann ist das was anderes. Oh. Okay. Ach, in Gelb. Und wir brauchen das in Rot, ne? Achso. Ja, was steht hier? In Rot. 2183. Okay. Okay, 2183. 2381.
Hä? Ach, nee, 2183, sorry. Ups. So. Sesam, öffne dich. Alles klar. Danke, Keyman. Sesam, öffne dich. Ja, ja, wir wissen, dass du das Sesam öffnen kannst. Und hier haben wir auch ein Wellenloch. Und mehrere Kerne. Komm mal rein da. Hat mich so gestört, dass wieder diese fröhliche Musik hier ist und das, obwohl diese Finalstimmung ist, das hätte man auch irgendwie so eine, hätte man das einfach eine andere auch nehmen können, oder? Oder irgendwie noch so eine etwas epische Musik für machen. Den Soundtrack muss ich eh auch leider allgemein ein bisschen bemängeln, weil ich finde, da kann man wirklich auch, weil ich weiß nicht, irgendwie hätte ich da auch ein bisschen mehr vielleicht noch machen können, ein paar mehr unterschiedliche. Es gibt ja natürlich coole Tracks hier drin. Aber jetzt auch beim Finale, so ist der Track jetzt mit der Raumstation, der ist jetzt auch nicht ganz so episch. Das Finale an sich finde ich jetzt geil im Moment, aber so mit die Musik, ich finde die immer noch so fröhlich und irgendwie jetzt auch nicht so richtig melodisch oder so. Weil von so einem Finale erwartet man ja so, dass so richtig epische Musik jetzt langsam kommt, sodass... Oh, ein Kasucher, okay. Dass so auf diese Gefahr auch langsam aufmerksam gemacht wird und das macht man ja auch oft durch die Musik. Die Musik ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil dafür. Zum Beispiel, dass jetzt irgendwie eine hektische Musik kommt, um so eine gewisse Hektik aufzubauen. Also so würde ich das jetzt machen. Wenn ich jetzt irgendwie das Spiel jetzt erstellen würde. Also wäre jetzt mal so eine Sache, die mir jetzt mal auffällt. Und hier haben wir auch einen neuen Gegner. Ich tue mir nichts. Egal, du bist erstmal tot. Oh, der kann auf jeden Fall... Der ist sehr fies. Der kann sich schützen. Und er kann fiese Attacken machen. Und zwar ganz viele. Aber jetzt machen wir erstmal Kenzer Bubble. Okay, jetzt ist das Schild erstmal weg. Ey! Der kann auch sogar Pendels erstellen, okay. Sehr interessant. Okay, da ist noch was. Okay, 2130 Zennies, nice. Aber jetzt rein da. Aber na gut, hier ist schon die etwas coolere Musik. Okay, dann nehme ich das zurück. Moment, ich spüre schlechte Schwingungen. Doch, die ist wirklich cool, die Musik. Was meinst du mit schlechten Schwingungen? Das Schlimme ist, befindet sich direkt vor uns. Hey, aber wenn man mal darüber nachdenkt, das hier ist das Revier unseres Gegners. Es wäre seltsam, wenn er nicht hier wäre. Sei jedenfalls vorsichtig und bleib wachsam. Los geht's. Roger. Stationscomputer, okay. Okay, natürlich haben sie dann auch mal spezielle Computerräume. So, 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 so. Habe ich jetzt nicht gerade genauso gemacht wie sonst. Auf jeden Fall sehr nice gekonnt hat. Wenn ich das mal so sagen darf. Und... Stirb! Und nochmal eine Granate ins Gesicht und weg mit dir. Leider, ich muss sagen, zu den Mega Man Star Force Teilen, da kann ich ein bisschen vergleichen noch mit den zukünftigen Teilen, die auch noch kommen. Auch noch als Display. Nicht direkt hier nach, aber auf jeden Fall auch in Bälde. In Balde. Auf jeden Fall bald. So. Alle drei Finalabschnitte finde ich richtig geil. Und auch zur Wertung muss ich noch was sagen. Ich habe ziemlich am Anfang des Spiels gesagt, da habe ich sowas. Und hier ist ein Boss. Okay, Sicherheitscode. Verbinde mit Sterne und. Naja, fast vollständig das Sternbild. Was ich. So, so oder was? Bestätige. Fehler. Dann müssen wir uns gleich erstmal weiter umsehen, bevor wir irgendwas machen können. Und es ist jetzt fast wieder diese lilanen geheimen Wellen. Denn ja, natürlich, die werde ich auch noch möglichst alle noch versuchen freizuschalten. Ich hoffe, es ist möglich. Und ja, und sonst ist das hier so ein kleiner Irrgarten. Und Mann! Ihr nervt!
Aber ich habe das perfekte Mittel gegen euch. Ich glaube, das sollte die Weile auf einmal auslöschen. Selbst der Stein geht dabei mit kaputt. Nice. Und trotzdem keine Karte. Natürlich. Klassmagan 3. Okay. Moment mal, da war das Bild. Cool, das ähnelt so einem Drachen auch. Also es muss so in so eine Kreuzform gebracht werden. Okay. Die Idee finde ich geil, dass man dann so schnell da gucken muss. Okay, der rote Stern ist ganz unten. Okay, ich hab's mir gemerkt. Also wir müssen ein Kreuz bilden. Und nice. Ja, schön, wenn wir mal direkt hier unsere Geheimwaffe am Anfang bekommen. Also ihr seht auch, warum man so eine Karte nur einmal im Deck haben darf, ne? Weil das einfach absolut OP ist. Aber es kann dann auch schon wirklich den Arsch manchmal retten. Und es kann auch die Kämpfe ein bisschen beschleunigen, was ich auch gut finde. Ja, auf jeden Fall. Und gut, der grüne Stern muss dann oben sein. Wow, jetzt geht's ab. Auch noch in der richtigen Form noch. Und Angriff. Das haben wir auch echt Glück, dass wir diese Karte immer direkt bekommen. Nice. Boah, und der war noch anfällig dagegen. Also 1000 Schaden für den einen. Das ist hart. Genau, stimmt. Ist ja vom Typ Elektro. Und jetzt muss ich nur noch zurückfinden. Okay, den Gemma können wir auch noch benutzen. Auf jeden Fall, die stehen gerade perfekt dafür. Ich denke, den Vogel werde ich nicht mehr mit erwischen, weil der ist dafür mal zu schnell. Aber das können wir noch schnell aktivieren. Und cool. Nein, der ist jetzt zu weit oben, oder? Na, schade. Ist mir egal. So, weg mit dir. Jetzt will ich einfach nur noch zurück zum... Okay, das war ein Irrweg. Nee, ich muss hier entlang. Dann nach rechts. Genau so war das. Und die Zeitbombe aktiviere ich dann mal. So. Und... So, das noch. So, tschüss. Sehr schön. Hier noch rechts rüber und dann haben wir das eigentlich soweit gelöst. Stimmt, das war eigentlich sogar ziemlich cool immer. Also man muss immer so darüber fliegen, dass man dann den Code bekommt. Und das ist, scheint dann noch das Abschlussrätsel, sag ich mal, zu sein, das Abschlusselement in diesen Rätseln hier. Finde ich aber ganz cool eigentlich. Gut durchdacht. Nein, egal, du stirbst jetzt sowieso. Wir hatten ja noch unseren Schild gehabt, also hat es nichts gebracht für ihn. Okay, grün oben, ne? So. Okay. Und. Code ist bestätigt. Security deaktiviert. Dann speichern wir jetzt auch natürlich. Den Kampf machen wir jetzt auch noch in diesem Part, der jetzt stattfindet. Ich versuche dann jeden Kampf, in jedem Part dann einen Boss zu machen. Also es wird natürlich jetzt nicht der einzige Bosskampf sein. Nein, es wollen jetzt ganz viele. Und wir sehen schon, wer es ist. Es ist Cygnus. Gratuliere, es soweit geschafft zu haben. Sorry, aber können wir bitte durch? Glaubt ihr, ich lasse euch durch? Nur weil ihr gefragt habt? Das sehe ich anders. Ja, und er kann sich jetzt auch einfach so verwandeln. Verdammt. Bei meiner Löschung sehe es anders aus. Weg mit dir oder wir zeigen dir die Löschung. Wellenkampf weiter. Ihr werdet euch vor meiner Gnade beugen. Verbeugen. Okay, wir haben ja erst das letzte Mal gegen ihn gekämpft. Oh, wow, der Hintergrund ist cool. Immer noch. Deswegen haben wir jetzt eine Übung gegen dich. So, so, so. Also Cygnus ist auch in meinen Augen sowieso der schwächste von denen. Leider. Also ich hatte richtig oder hat er ein rotes Auge?
Nein! Und ich glaube, es ist auch nur der. Ich habe es halt nicht genau gesehen, aber es scheint der ganz normale Psycho Swings X zu sein. Sein Element dürfte neutral sein. Oder? Okay, er steht genau richtig. Okay, ist ja schön. So, hier ist er auch geblendet. Krieg ich nochmal extra Schaden. Und, oh, egal, er hat noch Schaden bekommen. Dann ist das mir egal. So, heilen. So, so. So, nochmal Schaden. Boah, wir gehen so ab. Nice. Und kommt jetzt auch den Gnadenstoß. Weg mit dir. Damit ist er nun endgültig tot. Ah, ich glaube es nicht. Wenigstens bin ich ein Stern im Himmel. Tschüss. Wir müssen uns beeilen. Alles klar, ich habe die Tür entriegelt. Vorwärts. Okay, dann auspulsen. Und okay, dann speichere ich auch nochmal. Und im nächsten Part werden wir dann die Tür durchschreiten und gucken, wie es dann hier sonst noch aussieht in der Raumstation. Also das ist jetzt wirklich endgültig jetzt das Finale jetzt, diese Raumstation. Und ich hoffe, euch gefällt auch diese Art von Finale und ihr seid weiterhin dabei. Und dann sag ich mal, bis dann.